dass auch die Landesregierung ihren Teil beiträgt, um Demokratie und Toleranz in unserem Lande voranzubringen. Der Erlass des Innenministers über das Eintreten für die freiheitlich-demokratische Grundordnung als Voraussetzung für die Ernennung zum und als Dienstpflicht des Beamten vom Februar 2007 ist ein Markstein für diese Entwicklung. Und es gibt die weiteren Erlasse. Das sind Erlasse, die auch draußen im Lande verstanden werden und immer mehr auch dazu beitragen, dass die Leute sich sicher fühlen, dass sie sich bei allen Angriffen, die sie gegen unser Staatssystem richten, sicher fühlen. Wir stehen hier gegen diese Angriffe, soweit wir auch sonst politisch auseinanderstehen müssen. Da stehen wir zusammen. Darauf können Sie sich verlassen. Und meine Damen, meine Herren von der Fensterfront, wir haben natürlich auch gemerkt, dass Sie versucht haben, mit viel Geld sich überall einzukaufen. Und deswegen gibt es da auch einen Erlass, der die Leute darüber informiert, wie man bei solchen Verpachtungen wieder herauskommt aus der Falle. Denn natürlich treten Sie nicht offen auf. Natürlich reden Sie von geradem Auftreten, aber in Wirklichkeit betrügen Sie erst die Menschen, indem Sie sie zur Verpachtung oder Vermietung bringen. Und dann überziehen Sie sie auch noch mit rechtlichen Schritten. Da helfen wir. Da können wir helfen. Das werden wir auch tun. Und ich weiß, dass Sie das überhaupt nicht gerne hören. Nach unserer Einschätzung ist Mecklenburg-Vorpommern, der Landtag, die Landesregierung in einer solchen Einigkeit, die Mehrheit der Bevölkerung hinter dem Gedanken, dass wir ein demokratisches und tolerantes Leben miteinander wollen, da machen Sie sich mal keine Illusionen. Ich glaube nicht, dass viele Menschen nicht sehr viel mehr als die Sie da sitzen, in der Demokratie nicht das gefunden haben, was sie 1989 gesucht haben. Die musste schwer erkämpft worden. Es ist sehr, sehr viel Arbeit und Mut aufgebracht werden. Und, meine Herren, seien Sie sich sicher, wir werden das, was wir erstritten haben für Demokratie und Toleranz, nicht aufgeben, nur weil Sie solche Schreihälse sind. Danke schön, Herr Dr. Jäger. Es hat jetzt noch einmal das Wort für die Fraktion der NPD, der Abgeordnete Lüssow. Bitte, Abgeordneter. Geht weiter. Geht weiter? Der hat keine Zeit dafür. Der hat keine Zeit dafür. Herr Präsident, meine Damen und Herren. Wenn es den selbsternannten Demokraten hier im Landtag wirklich um Toleranz und Demokratie ginge, dann wären das Landesprogramm und die vielen anderen Programme, Initiativen und Projekte nicht derart einseitig ausgelegt. Ihr Einsatz für die Demokratie gipfelt nämlich in der Toleranz und in der Kumpanei mit linksextremen Gewalttätern im Land. Diese offenbar ihre fünfte Kolonne der nützlichen Idioten überzieht auch Mecklenburg-Vorpommern mit einer Welle der Gewalt, ohne dass auch nur einer von Ihnen ernsthaft hiergegen das Wort ergreift. Wenn Sie Anschläge gegen Bürgerbüros beklagen und bei Farbschmierereien und verklebten Türschlössern aufheulen, dann offenbart das schon Ihre ganze Unaufrichtigkeit. Unaufrichtig ist Ihr Verhalten deshalb, weil Sie die Täterschaft nicht kennen, sondern nur vermuten können. Unaufrichtig ist Ihre gespielte Empörung auch deshalb, weil Sie bei Anschlägen auf die Bürgerbüros der NPD-Abgeordneten offenbar keine verwerflichen Taten erblicken können. Unaufrichtig sind Ihre Stellungnahmen auch deshalb, weil Sie zu Dutzenden von Brandanschlägen auf Autos und Geschäften am liebsten schweigen, was Sie zumindest dem Verdacht aufsetzt, diese Geschehnisse mit einer gewissen Art der Billigung zur Kenntnis zu nehmen. Ihre Geisteshaltung dokumentiert ein Kommentar aus der Zeitung Der Welt von Ulf Porschott vom 5. Dezember 2009. Zitat: Nach den Anschlägen auf das Bundeskanzleramt und die Außenstelle des Bundeskriminalamtes reißt in Berlin die Serie von Straftaten mit vermutlich linksextremem Hintergrund nicht ab. Ein Grund dafür ist, dass bis in die SPD hinein Verständnis für die neue linksextreme Gewalt gepflegt wird. Und etwas weiter heißt es in dem Kommentar: Die Empörung bleibt bislang aus, stattdessen auf Seiten der Linken viel Verständnis, erzwungenes Kopfschütteln und unverhohlene Sympathie bis hin auf die Kommentarseiten linksliberaler Medien der Mitte. Und hinzu kommt, dass ziemlich
ziemlich erwartbar. Viele Mitglieder der Linkspartei, auch Sozialdemokraten und Grüne, die Unterstützung Milieus mit Solidarität oder zumindest Verständnis versehen. Zitat Ende. Geradezu heuchlerisch ist es zudem, wenn Sie an vorderster Front die Kumpanei mit linksradikalen Kräften suchen, wenn es zum Beispiel darum geht, das Versammlungsrecht auszuhebeln, indem man versucht, genehmigte Demonstrationen per rechtswidriger Blockade zu verhindern oder NPD-Veranstaltungen zu sprengen. Wie groß wohl die Empörung ihrerseits wäre, wenn Nationale in Mecklenburg-Vorpommern damit beginnen würden, Parteitage von CDU, SPD, FDP und Linken zu blockieren oder gar solche Veranstaltungen massiv stören oder verhindern. Die Parteien CDU, SPD und FDP begünstigen in der politischen Auseinandersetzung ein Klima des Antifaschismus und lassen sich immer wieder von den Linken vorführen. Auch hier im Landtag haben sie es fertiggebracht, die Fraktion der Mauermörderpartei in ihrer Gemeinschaft der Demokraten fast feierlich aufzunehmen. Lenin hat mal gesagt, Zitat, die Kapitalisten werden uns noch den Strick verkaufen, mit dem wir sie aufknüpfen, Zitat Ende. Nicht nur Herr Holter wird das aus seiner Moskauer Zeit noch kennen, die Linke würde heute vermutlich formulieren, die Demokraten schaffen wir uns heute ein antifaschistisches Klima, dem sie am Ende selber zum Opfer fallen werden. Die CDU ist ja bereits bundesweit im Visier, linker Gewalttäter geraten und zwischenzeitlich werden nicht nur Autos abgefackelt, auch Angriffe auf Wohnhäuser von Abgeordneten und Senatoren der CDU häufen sich. Land auf, Land ab steigert sich unaufhörlich die Zahl linksextremistischer Gewalt. Gewalt gegen Sachen, Gewalt gegen politische Gegner und vor allem auch Gewalt gegen Polizisten. Lesen Sie hierzu mal den Zwischenbericht des Kriminologischen Forschungsdienstes Niedersachsen. Vielleicht gehen Ihnen dann einmal ein paar Lichter und die Augen auf. Derweil finden die linken Spießgesellen, die geistigen wie vermutlich sogar die tatsächlichen Brandstifter, Unterschlupf in Initiativen und Projekten, die sich fleißig und hilfswillig mit Millionenbeträgen an Steuergeldern ausstatten. Dabei nimmt ihr Kampf gegen Recht schon geradezu krankhafte Züge um. Kaum eine Debatte hier im Landtag, bei der sie sich nicht genötigt sehen, spätestens nach 3 Minuten das Dritte Reich zu bemühen. Und wenn alles nicht mehr reicht, dann werden von Ihnen statt der üblichen Betroffenheitsrituale gleich die Totschlagargumente bemüht. Faschismus ist keine Meinung, Faschismus ist ein Verbrechen. Die NPD kann für sich keine demokratischen Rechte einfordern, weil sie die Demokratie abschaffen will. Wir kennen diese und viele andere Worthülsen zu Genüge. Das Praktische an diesen Totschlagargumenten ist der Umstand, man braucht weder den Beweis für die Behauptung erbringen, noch muss man sich überhaupt mit dem Gegner auseinandersetzen. Sie reden von Demokratie und Toleranz und meinen Ausgrenzung und Intoleranz. Was Sie als wehrhafte Demokratie bezeichnen, ist in Wahrheit politische Brunnenvergiftung in Reinkultur. Sie werfen uns immer vor, wir hätten nichts gelernt, aber Sie irren auch hier gewaltig. Wir haben Ihre Art der demokratischen Streitkultur und Ihre Umgangsformen kennengelernt und wir werden sie sogar verinnerlichen. Sie, meine Damen und Herren, glauben, Sie haben die Demokratie gepachtet, aber Ihr Pachtvertrag läuft nach 60 Jahren langsam aus. Ihr ganzer Aktionismus erinnert schon heute an das ängstliche Pfeifen im Walde. Ihre Programme für Demokratie und Toleranz sind in Wirklichkeit Ausdruck einer tiefen Verunsicherung.